Guten Tag, ich bin Anneliese Nadler. Ich befinde mich in Dahlheim-Röttgen, Klosterweg 14. Hier ist das Hydrauliksystem von unserem Bagger undicht. Wir haben schon versucht, das irgendwie selber zu beseitigen, aber der ganze Hof ist voll damit. Vielleicht überlassen wir das besser der Feuerwehr. Es ist ja schließlich eine Gefahr für die Umwelt. Bitte beeilen Sie sich. Okay, wir haben auslaufende Flüssigkeiten nach VU. Ölspur ist es ja nicht. Theoretisch ist es das hier, auslaufende Flüssigkeiten. Aber ich alarmiere noch eine Staffel. Ich alarmiere die TL. Auch wenn ich die TL... Ne, hier DLK. Rüstwagen, genau. 32. Ja, doch. Können wir auch über Sirene alarmieren. Polizei? Muss ich das noch irgendwo anklicken? Nee, ne? Die kommt automatisch mit. Ja, Alarm. Nee, die alarmiere ich über Sirene. Damit die auch mit Manpower anrücken quasi. Und nicht, dass sie nachher bloß zu zweit oder so anrücken. Auch wenn ich nicht mehr Einsatz, DLK, Wegberg, auslaufende Flüssigkeiten. Ja, DLK wird's nicht. Es wird, ich will den GWL mitnehmen. Wegen Bindemittel. Der soll mit, nicht die Drehleiter. So, steige ich mal ein da. Drücke mal die 1, fahr den mal vor die Tür. Ich will ja nichts sagen, du, aber das ist Einsatz ohne Eile, brauchst dich nicht beeilen. Ist okay. Reicht. Aber schön, dass du dich trotzdem beeilst. Ich schätze das Engagement. So, dann kannst du den GWL noch fertig machen. Und zur Not, falls zwei zu viel kommen, wenn einer zu viel ist, lasse ich den hier. Aber wenn zwei zu viel sind, dann lasse ich die halt mit dem... Also drei Leute passen hier rein und wenn es halt vier oder fünf sind, dann nehme ich den LD noch mit. Auf dem Weg. Muss ja sonst nicht mit. So, einen brauche ich mindestens noch. Also der kann zwar den GWL auch alleine fahren, das wäre ja nicht das Problem. Aber ja, wäre schon cool, wenn das mehr wären. Kannst du ja schon mal einsteigen. Hallo? Kommt hier noch wer? Hallo? Oh. Scheiße. Na komm schon. Bitte. Einen brauche ich noch. Einen. Nee? Wirklich nicht? Fahrzeug 8 gehört. Warum nicht? Komm schon, bitte. Einer? Wirklich nicht? Nee? Wo ist denn der zweite für die Drehleiter? Wir sind auf 1:3 gekommen. 1:3, das HLF. Ende. Sag mal. Ist doch Wochenende und nachts. Wo seid ihr? Voll. Oh, 2. Schön, das reicht mir. Das reicht mir. Verstanden. Da steigt einer aus. Manchmal ist es ja auch das 2 aussteigen. Mal gucken. Auch nur einer. Aber ist okay. 3, das passt. 3 ist gut. TLF 4000. Weißt du, bei solchen Einsätzen, anstatt das TLF 4000 mit wahrscheinlich nur einem zu besetzen, da verstehe ich die Mechanik dahinter auch nicht. Weißt du, bei einem Einsatz ohne Eile, dann warte ich doch wieder noch. Als direkt loszufahren. Also wenn man mehrere Autos hat, kann ich das ja verstehen. Ne? Hier so kommt noch einer, fährt einer mit einem einzelnen Wagen hinterher. Ist okay. Also bei meiner wäre zum Beispiel, wir haben 2 Autos. Wenn das HLF voll ist oder halt keiner mehr in Sicht ist, dann fahren wir los. Wenn da 5, 6 Mann drin sind, ja. Und dann kommt der MTW hinterher. Aber so, wenn ich halt so einen Einsatz ohne Eile habe, ich weiß nicht, schwierig. Ist schwierig. Ich kann das verstehen, dass wenn keiner in Sicht ist, fährst du los, weil so wie
Fahrzeug 11 hört. Wie die drei hier, die fahren ja jetzt auch los. Na gut, da passen auch nicht mehr rein. Aber ist jetzt ja auch keine Einsicht und der nächste, der kommen würde, würde halt noch ein einzelnes Fahrzeug besetzen. Ja, ist schwierig, schwierig. Siegberg 11, Gerätewagen von Leitstellenkreis Heinsberg. Fahrzeug 11 hört. Siegberg 11, GW ist on. 1 zu 2. Wieso schleicht er denn so? Der will, glaube ich, nicht entdeckt werden. Darum schleicht er so. So. Leitstellenkreis Heinsberg, verstanden. Jetzt. 3 Minuten 56. Ja, ja, ja. Aber 4 Minuten für nachts finde ich das gut, wenn alle schlafen. Finde ich das okay. 3 Minuten 56. Na gut, war ein Einsatz ohne Eile, also finde ich 3 Minuten 56 eigentlich ganz in Ordnung. Muss ich ja mal sagen, nicht? Fahrzeug 37. So, oh ja, schön. So, HLF 20. Du stellst dich nach hier. Fahrzeug 37 hört. Ende. Fahrzeug 38 hört. TLF 4000, das stellen wir mal hier an den Straßenrand. Fahrzeug 38 hört. Ende. Fahrzeug 39 LW hört. LW 13. Den stellen wir hier so hin, genau. Ende. Fahrzeug 40 hört. Den GWL. Den GWL stellen wir hier. Fahrzeug 40 hört. So rum hin. Zack. Ende. Die Frage, kommt die Polizei auch? Kommt die Polizei auch? Ich hatte das schon mal, da hat das... Hier... Hier, das Hütchen hat gebrannt. Mann, warum springt der denn immer raus? Wenn ich das Mausrad betätige? Das ist die Frage. Als würde ich irgendwas anderes machen, könnte ich das ja verstehen. Könnte ich das ja verstehen, dass nichts passiert, dass irgendwas passiert. Aber wenn ich das Mausrad drücke, warum springt der denn dann raus? Verstehe ich teilweise nicht. Naja. So. Jetzt ist die Frage, was habt ihr gemacht, dass nachts das ausläuft und ihr das mitbekommt? Warum? Um... Habe ich mich Einsatz ohne Eile gemacht? Ich weiß nicht. Kann ich glaube ich doch auslassen. So, dann gehen wir mal Rückmeldung. Was ich ja ein bisschen schade finde ist, das werden wir gleich wieder sehen bei den Rückmeldungen. Das ist ja das, dass dieses Fahrzeug, also das, die Meldung, die man abgeben kann. Dass sie nicht darauf so wirklich angepasst wurde. Weil hier habe ich ja zum Beispiel so auslaufende Betriebsstoffe. Ölspur habe ich. Auslaufende VU. Auslaufende Betriebsstoffe, aber es ist ja kein VU. Nice. You know what I mean? Auslaufende Flüssigkeiten. Erste Lage, auslaufende Flüssigkeiten. Abgespannt, aufgenommen. Weiter runter. 32 hört. Ja, du kannst dein Blaulicht anlassen. Ende. Hier läuft das Fenster. Hier läuft der. Wie viele sitzen da drin? Drei. Ach, guck mal, das TLF war voll besetzt. Das ist ja schön. Und da sitzen auch nochmal drei drin. Sehr nice. Achso, du kannst dein Blaulicht auch lassen. Du lässt es an, weil du auf der Straße stehst. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen arbeiten, nicht? Technische Hilfeleistung, Bindemittel. Ihr zwei holt euch technische Hilfeleistung. Besen. Hat das HLF... Doch, hat es. Ich wollte gerade sagen, hat das HLF kein Bindemittel? Oder hat das HLF nur einen Sack Bindemittel? So, dann fangen wir mal an aufzustreuen. Das ist jetzt natürlich Fleißarbeit. Schon unterwegs. Ganz viel Fleißarbeit. Ja. So, einer von euch kann sich bitte nochmal einen Sack holen. Da kein Fahrzeug mit Bindemittel an der Einsatzstelle, okay. Habe ich noch einen Besen da? Ich habe auch keinen Besen.
unterwegs. Okay, also zwei Besen und drei Sack Bindemittel. Ja, reicht hierfür nicht. Gut, dass wir den GWL mitgenommen haben. Ja. Dass der gleich noch kommt. Ich hoffe, dass er kommt. Höre. So, kannst auch anfangen. Ohne GWL werden wir jetzt, glaube ich, gleich ganz schön aufgeschmissen. Da ist er. Fahrzeug 29 hört. Mach doch den Krach aus. Gut. Ist doch nachts und keiner auf der Straße. Ja, die STVO sieht das vor. Bitte immer anhaben. Ja, gehe ich so mit. Ja, auf dem Weg. Aber ist auch ein bisschen Bevölkerungsschutz hier betreiben, nicht? Tatü, tata, tatü, tata, tatü, tata, tatü, tata, tatü, tata. Zack. Kannst du den Blaulicht ausmachen. Dann sitzt mal ab. Ende. Maschinist macht seine Kollegen. Schon unterwegs. Das ist schon cool, ne? Dass das so animiert ist. Höre. So, nicht Klamotten wechseln, sondern du sollst ja einen Sack Bindemittel rausholen. Könnt ihr euch da auch nochmal anstellen, zum Bindemittel holen? Wie viele Säcke brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, viele. Ganz viele Bindemittelsäcke. Und ich mache das auch bloß nacheinander, weil ich sonst Angst habe, dass die ineinander backen. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Dass zwei gleichzeitig drin waren, rausgekommen sind und dann ineinander gebackt haben und ich nichts mehr machen konnte. Das ist halt auch ungünstig. Eine richtig schön Fleißarbeit. Schon unterwegs. So. Ja. Du holst ja auch noch einen Sack Bindemittel. Ich weiß gar nicht, ob der auch eine begrenzte Anzahl hat. Oder ob der GWL unendlich viele drauf hat. Oder ob er halt so viele drauf hat, dass man sagen kann, ja, du hast jetzt 30 Stück drauf, weil egal welcher Einsatz es ist, man braucht nicht mehr. Das so in die Richtung funktioniert, ich weiß es nicht. So, und du holst ja auch noch einen Sack. Können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Zack. Ja. So, und du kannst dir gleich einen Besen holen, sobald der andere draußen ist. Da ist nicht mehr viel mit Hydraulik. Da hast du so recht, Hannes. Da hast du so recht. So, so, du kannst dir dann gleich auch noch einen neuen Sack holen. Ich habe jetzt eine Benachrichtigung bekommen, dass du live bist. Wow, 4,5 Stunden, also 4 Stunden 43 Minuten, nachdem wir angefangen haben. Nice. Hannes, bist du jetzt auch hier, weil du die Benachrichtigung gekriegt hast? So, wieder einen Sack verbraucht. Das ist noch ein Besen hier. Zack, zack. Ja. Dann könnt ihr beide auch nochmal was tun. Was gibt's? Schon unterwegs. Wieder anstehen zum Bindemittel holen. Zitronenkuchen hat recht. Ich eben auch. Sag ich ja. Schön. Sehr nett. Sehr nett. YouTube. Nee, warte mal. Twitch. Wir sind ja auf Twitch. Was so. Gibt's? So. Bindemittel. Was geht schon unterwegs? Da ist noch was. Da ist noch ein Fleck. Schön, aber das. Wozu gibt es denn die Benachrichtigung? Weil wir. Also, es streamen ja bestimmt viele so Höre. Relativ lange, ne? Also, so wie ich jetzt. Mir kommt das noch nicht vor wie 4 Stunden. Höre. Aber so im Allgemeinen ist das doch scheiße, dass die Benachrichtigung erst 4 Stunden später kommt. Nee, die kam kurz danach. Wollte jetzt YouTube auf dem iPad und Twitch war noch offen. Ah. Höre. Du wolltest gar nicht zu mir. Schade. Höre. Guck mal hier, Kumpel. Da ist noch ein Fleck. Was gibt's? Ja, da ist noch einer. Wir haben noch mehr als genug für euch.
Ja. Ja? Da, mach mal. Hallo? Irgendwo war hier doch einer. Welchen hast du denn gerade abgestreut? Maski, bin unterwegs. So. Ja, den da. Du Maski. Machst den da. Du holst immer noch einen neuen Sack. Der hat schon wieder keinen Sack. Der hat auch keinen Sack mehr. Schnipp, schnapp, Sack ab. So, ja. Dort. Ist auch kein Sack mehr. Kannst du mir direkt noch einen neuen holen? Was gibt's? Ach, sind das undankbare Einsätze. Da. So, wo war hier jetzt noch einer? Ich seh nix. Ich seh nix. Da. So, du kannst auch direkt nochmal einen neuen Sack holen. Höre. Streust du den ab? Machst du den? Ja. Du musst den. Ja, kommt ja aufs Endergebnis drauf an, dass wir. Ja. Dass nachher alles weg ist. Was gibt's? So. So. Du hast auch schon wieder nichts zu tun. Hier war doch noch irgendwo eine da. Seid ihr jetzt ineinander gebackt oder was ist da los? Was gibt's? Ach. Schon unterwegs. Kommst nicht weg, ne? Bindest mal den noch ab. Kannst du sonst auch nochmal einen neuen Sack holen. Du hast auch schon wieder aufgebraucht. Ach, ist das schön. So. Vom ganzen Qualm hier sehe ich gar nichts. Da ist noch einer. Oder wird der schon ab? Der wird schon. Sieh nix da. Was gibt's unterwegs? Dort. Was gibt's? Eins, zwei, drei. Drei Säcke brauche ich auf jeden Fall noch. Zack. Höre. Ah, guck mal, jetzt ist er. Er hat sich teleportiert. Zack. Den da mal wegwischen. Ja. Jetzt werden sie sich auch schon einholen. Ist schon wieder draußen. Sehr schön. Was geht schon unterwegs? Wieso? Ach, so. Gut, Höre. Du kannst den schon da unterwegs. Wegmachen. Du machst den. Okay, so. Dann haben wir es auch gleich. Vielleicht. Da noch. Du holst immer noch einen Sack. Einen Bindemittelsack. Du kannst den da wischen. Du wischst. Du bist am Wischen. Du machst den. Okay. Und du fegst. Ist hier schon irgendwo was zu fegen? Da. Den kannst du wegfegen. Kannst du schon mal herkommen und den da machen. Hast du noch eine Ladung oder ist dein Sack denn jetzt auch leer? Oh, das wird teuer. Der hat noch eine Ladung. So, na komm. Jetzt. Ja. Kannst du den da wegputzen und den haben wir es nachher auch gleich. Habe ich noch einen Besen frei? Hat ihn drei Besenmenschen da? So. Okay, ich glaube. Maximal ein Fleck noch. Würde ich fast behaupten. Mal gucken. Der noch nicht abgestreut ist. So. Sieht gut aus. Hat er noch was? Jo, da unten sind noch zwei. Höre. Da, dann bräuchte doch noch ein. Hat noch einer einen Sack? Nee. Dann nehmt euch mal noch einen Bindemittelsack. Da unten sind nämlich noch zwei Flecken. Wenn man das richtig betrachtet. Auf der Seite gleich mal gucken, wenn er aufgehört hat zu stauben. Dann haben wir es. So ein scheiß Einsatz. Ja, es ist ein richtig undankbarer Einsatz. Rieder, ja. Hannes. Schäkel. Dankeschön. Womit habe ich das verdient? Du solltest lieber schlafen gehen.
bevor du hier noch mehr Geld da lässt. Also mich stört's nicht, ne? So. So. Ich muss die ganzen Töne noch anpassen übrigens. Bei meinem Overlay. Overlay. Ja? Delay. Hin und her Lay. Ah, ja, so. So. Letzter Fleck. Gut, ne? Gut, gut. Putzen wir den noch weg. Auf dem Weg. Und dann haben wir es, glaube ich. Irgendwo wird vergessen. Nein. Doch da. Tatsächlich, da ist noch einer. So ein Scheiß. Von hier aus noch einen? Nee. Nee, sieht gut aus. Vielleicht ist das ja jetzt der letzte. Mal gucken. Ich wollte ja eigentlich 3,9 israelische Schekel donaten, aber es kam jetzt als Euro raus. Israelische Schekel. Das erklärt auch das Schekel. Schön, schön. Aber muss ich sagen, gefällt mir. Israelische Schekel. Für die nächste Runde Stadtland Fluss. Ich hab da was für I, Hannes. Gut. So. Genau, was? Dann könnt ihr schon mal eure Besen wegbringen. HLF 20. Besen wegbringen. Besen wegbringen. Wiesberg, NEF1 von der Schiffer-Rennberg. NEF1? Ich denke mal, ne? Ja. Rettung Wegberg NF1 wird. Was bin unterwegs? Ja, ihr könnt die Ansatzstelle. So, du bist. Ohne Sonderrechte anfahren. Erste Weg vor Ort. HLF. Du bist. Verhalten anfahren. TLF. Ja, du bist. TLF. Du bist. GW Logistik. Du bist. Ja. TLF. Du bist. ELW13. Du bist Gerätewagen Logistics. Fahrzeug 33. Du bist HLF. Du bist ELW13. Du bist ELW13. Werde damit gerechnet. Du bist HLF. Gut, da sitzen zwei drin. Da sitzen zwei drin. Da sitzen drei drin. Da sitzen drei drin. Okay. Dann machen wir deine Gerätefächer zu. Du machst deine Gerätefächer auch zu. Und du machst deine Gerätefächer auch zu. Dann haben wir den Einsatz abgemeldet hier, also abgeschlossen. Fahrzeug 33 hört. Kurz, LIS. Integrierte Leitstelle. So, Status 5. Ende. Ja, aufsitzen. Aufsitzen. Siegberg, aufsitzen. Fahrzeug 29 hört. Einsatzabschlussmeldung. Auslaufende Flüssigkeiten. Abschließende Lagemeldung. Auslaufende Flüssigkeiten. Abgesteuert und aufgenommen. Die Feuerwehr rein. Das so richtig. Hier Leitstelle Kassandberg, macht alles. 29 hört. Parken. Ende. Sonnen. Gut. Geschafft. Nice. Und, ja. Dann war's das jetzt erstmal. Für diesen Stream. Ich finde, 5 Stunden reichen auch aus. Das ist erstmal genug Material. Habe ich jetzt erstmal wieder was zu tun. So, jetzt gucken wir mal nochmal. Es hat funktioniert, es ist alles weg. Okay, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssen! Jetzt muss ich bloß schnell genug aus meinem Fenster hier rauskommen, hier rüber gehen und warte, ich hab's gleich. Warte kurz. Ich hab's gleich. So. Ende. Im Gelände. Ach, guck mal, jetzt, warte mal. Jetzt ist mir aufgefallen, was ich noch machen kann. Mich muten erstmal.